Sportwetten 31.05.2019 Tagesgewinn 556 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 31. Mai 2019 und die Resultate meiner gestrigen Prognose liegen vor. Es wurden insgesamt 556 Euro gewonnen, davon gehen natürlich die Einsätze ab von 256 Einsätzen, aber das macht immer noch ein Nettogewinn von etwa 300 Euro. Es lohnt sich also immer wieder, hier sicherheitshalber zwei Bänke zu wetten und da kann es natürlich Bus passieren wie gestern, dass die niedrigeren Quoten gewinnen, aber trotzdem ist abzüglich der Einsätze immer noch ein Nettogewinn von 300 Euro da. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich den Sourcecode für die zugrunde liegende Berechnungssoftware im Forum http://outbackbrumby.blogspot.com zum kostenlosen Download eingestellt habe. Hier nun die Resultate der gestrigen Prognose, 256 Einsätze mussten getätigt werden, 559 Euro Gewinn, macht immer noch netto 300 Euro Gewinn. Donnerstag, 30.05.2019. Paysandu Inter RS 1 plus 2.0 zu 1, 2 Euro 5, 2 Euro 5. Montreal Salt Lake 1 plus 2, 2 zu 1, 1 Euro 75, 3 Euro 59. Bahia Sao Paulo 1 plus 2, 1 zu 0, 2 Euro 15, 7 Euro 71. Kansas La Galaxy 1 plus 2 0 zu 2 3 Euro 25 25 Euro 7. Lundi Finzüssel 1 plus 2 2 zu 1 2 Euro 15 53 Euro 90. Turkey Grease 1 plus 2 2 zu 1 1 Euro 85 99 Euro 71. Jubiliana Maribor 1 plus 2 2 zu 1 2 Euro 65 264 Euro 22. Citadel Las Verona 1 plus 2 2 zu 0 2 Euro 10 554 Euro 87. 256 Reihen gleich 256 Einsätze. / 256 Einsätze.